soll die Katze gegen diese Monster kämpfen? Die Insel hat ein Leck. Flieht! Ja, und mit diesen Worten hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Wir befinden uns heute im wunderschönen Summer's End und zwar hier oben am Wegschrein von Schimmersheim. Da startet nämlich die Hauptquest von hier und ja, die wollen wir ab heute dann beginnen. Erst gibt die Königin einen Erlass heraus, der den Status von Summer's End von einem abgeschotteten Paradies zu einer Zuschauerattraktion verändert. Jetzt auch noch Monster, Meeresungeheuer. Ich habe sowas noch nie gesehen. Nun, ich sage dazu, soll die Katze kämpfen. Lieber er als ich. Monster? Katze? Beruhigt euch und erzählt mir, was geschehen ist. Plötzlich tat sich der Boden auf und Wasser und seltsame Kreaturen brachen daraus hervor. Sie griffen uns an. Zum Glück sprang ein Neuankömmling, ein Khajiit, dazwischen und vertrieb sie. Er nannte sich Rasumdar. Wahrscheinlich könnte er etwas Hilfe brauchen, wenn euch das recht ist. Ich werde mit Rasumdar sprechen. Genau, lasst uns mit ihm sprechen, lasst uns ihm bloß nicht helfen. Ich meine, immerhin hat er ja gesagt, ihr könnt ihm doch bitte gerne helfen, wenn ihr Zeit habt, so nach dem Motto. Aber nein, helfen werden wir nicht. Wir reden nur mit ihm. Wo ist er denn? Noch ein Stück weiter. Da hinten. Meine Freundin. Ras freut sich, euch zu sehen. Aber er ist überrascht, dass ihr ihm nicht gegen diese Kreaturen geholfen habt. Nicht, dass Ras Hilfe gebraucht hätte. Ihr müsst mir erzählen, was euch nach Summer's End führt. Nachdem ihr euch bereit erklärt habt, Ras bei seiner üblichen Spionagearbeit zu unterstützen. Es wird hier einfach alles vorausgesetzt heutzutage. Komplikationen, Ras? Das klingt unheilverheißend. Unheilverheißend? Nein, nicht mehr als sonst, meine Freundin. Aber es gibt Arbeit für das Auge der Königin. Und dieser könnte noch eine Klinge brauchen, wenn ihr bereit dafür wärt. Königin Eiren hat verkündet, dass die Grenzen von Summer's End zu öffnen und Außenstehende auf die Insel zu lassen sind. Das klingt gar nicht so schlimm. Das hat Ras auch gesagt. Aber der Königin sind Gerüchte zu Ohren gekommen. Daher hat sich dieser auf den Weg gemacht und wurde sogleich von sonderbaren Kreaturen angegriffen. Ras glaubt zwar nicht, dass die beiden Dinge zusammenhängen, aber stellt doch mal ein paar Fragen und schaut nach den Neuankömmlingen. Das würde helfen. Ich werde in der Stadt ein paar Fragen stellen. Während ihr euch in der Stadt umhört, kann Ras sich um andere Angelegenheiten kümmern. Könnte durchaus sein, dass die Krallen dabei zum Einsatz kommen. Treffen wir uns doch am Eingang nach Schimmerheim, sobald ihr etwas zu berichten habt. Was waren das für seltsame Kreaturen, gegen die ihr gekämpft habt? Ras hat solche Monster noch nie im Leben gesehen. Sie scheinen etwas mit dem Wasser zu tun zu haben, doch dieser geht dem nassen Zeug lieber aus dem Weg. Aber diese Perle. Ras könnte schwören, dass sie diese Kreaturen herbeigerufen hat. Dieses Rätsel lösen wir wohl ein anderes Mal. Jetzt müssen wir nach den Neuankömmlingen sehen. Soll ich mit irgendjemand Bestimmten über den Erlass der Königin sprechen? Um genau zu sein, hat Ras eine Liste gemacht. Ulneville, eine hochelfische Kunsthandwerkerin, hat sich sehr lautstark über den Erlass geäußert. Dann wäre da noch Zog'Solza, ein verfolgter argonischer Neuankömmling. Und schließlich Ranul, ein Bewohner der Stadt, der im Aufsichtsbuch der göttlichen Strafbehörde vermerkt wurde. Weswegen hat sich Ulneville gemeldet und wo kann ich sie finden? Ulneville hat sich beschwert über... Nein, nein. Ras will nicht, dass ihr voreingenommen bei den Ermittlungen seid. Ihr werdet es herausfinden, wenn ihr mit ihr sprecht. Die Künstlerin sammelt gerne Muscheln an der Ostküste. Daraus stellt sie ihre Farben und Färbemittel her. Ranul, das klingt nicht nach einem hochelfischen Namen. Stimmt, nicht genug Silben. Ranul ist ein Rotwadone, dessen Familie schon seit Generationen in Schimmerheim lebt. Er ist ein angesehener Händler mit ein paar Lagerhäusern am Hafen.
Sprecht mit ihm, bevor die göttliche Strafbehörde sich doch entschließt, ihn festzunehmen. Was ist die göttliche Strafbehörde? Die göttliche Strafbehörde fungiert als Gesetzeshüterin und Wahrerin der gesellschaftlichen Regeln. Sie ist äußerst pedantisch. Wenn Gesetze gebrochen werden, wird dies in ihren Aufsichtsbüchern vermerkt. Wenn euer Name auf diesen Listen auftaucht, wird die Sache kompliziert. Was meint ihr damit, dass Zolka verfolgt wird? Es ging irgendwie um Mönche und die Registrierung von Neuankömmlingen. Ras geht dem immer noch nach. Zuletzt hatte dieser gehört, dass Zoxolza beim Verlassen der Stadt auf dem Weg nach Westen gesehen wurde. Wahrscheinlich versuchte er, das Wasser zu erreichen. Echsen mögen Wasser, oder? Ras nicht. Ras hasst das nasse Zeug. Was hat das alles mit dem Wasser und diesen Kreaturen zu tun? Gar nichts. Außer ihr denkt, dass sie wegen des Erlasses der Könige nach Sommers entkamen? Nein, das wäre lächerlich. Bleiben wir bei der Sache. Findet heraus, was Olneville, Zoxolza und Ranul über die Neuankömmlinge und die Stimmung in Schimmerheim zu sagen haben. Was erwartet ihr, dass ich im Gespräch von diesen Leuten erfahre? Wir müssen diese Gerüchte bestätigen oder ihnen ein Ende machen. Alle sollten über den Erlass der Königin erfreut sein. Die Öffnung der Grenzen zeigt Fortschritte, ja? Aber wenn einige der treuen Untertanen den Fortschritt an sich ablehnen, nun, Ras muss auch das wissen. Ich werde mit den dreien sprechen. Während ihr euch in der Stadt umhört, kann Ras sich um andere Angelegenheiten kümmern. Könnte durchaus sein, dass die Krallen dabei zum Einsatz kommen. Treffen wir uns doch am Eingang nach Schimmerheim, sobald ihr etwas zu berichten habt. Gibt es etwas, was ich über Schimmerheim wissen sollte, bevor ich aufbreche? Ras weiß sehr wenig über städtische Verordnungen oder darüber, wie man Met von El unterscheidet. Also meiden wir dieses Thema lieber, ja? Ansonsten weiß dieser alles über den Erlass der Königin und die anfänglichen Reaktionen der Adligen und der Sippenfürstin. Und jetzt kommt eine der dümmsten Fragen überhaupt in Teso, nachdem wir so viel schon mit Rasum da gemacht haben. Wer wart ihr noch gleich? Ras ist bis ins Mark getroffen. Schon vergessen. Dieser hinterlässt meist einen besseren Eindruck. Ich bin Rasum Dar, Königin Irons Auge und herausragender Agent in den finstersten Schatten. Doch das bleibt unser Geheimnis. Für alle anderen ist dieser einfach nur Ras. Erzählt mir mehr über den Erlass der Königin. Königin Iron, die erhabenste Anführerin des Altmeri-Dominions, hat einen Erlass verfasst, der das einst verschlossene Land Sommersend für Händler, Besucher und Zuwanderer aller Völker öffnet. Umstritten, ja, aber Teil ihres Plans für die Zukunft des Dominions. Und das ist ein Problem? Für manche. Die Hochelfen sprechen oft von Perfektion, aber sie sind ein sperriges Volk. Verschiedenste Individuen auf Sommersend stören sich an der Königin. Und eigentlich auch an jeder Form von Veränderung. Die Sippenfürsten zum Beispiel. Einige Adlige. Das macht die Arbeit kompliziert. Was war das bezüglich der Sippenfürstin und der Adligen? Sippenfürstin Avinisse hat ihre Haltung zum Erlass der Königin klar zum Ausdruck gebracht. Sie nennt ihn unverantwortlich. Gefährlich. Einige der Adligen der Stadt haben sich auf die Seite der Sippenfürsten geschlagen. Genau wie der neue Aldarch des Klosters. Meine Königin lässt Kontroversen durchaus zu. In Maßen. Also widersetzt sich die Sippenfürstin dem Erlass der Königin? Sie hat sich dagegen ausgesprochen. Jetzt muss Ras wissen, wie weit sie gehen wird, um sich dem Willen der Königin zu widersetzen. Heißt sie die Neuankömmlinge mürrisch willkommen oder nutzt sie jede ihr zur Verfügung stehende Möglichkeit, um ihre Ankunft zu verhindern? Ras wird es herausfinden. Mit eurer Hilfe. Ja, meistens ist es ja dann Letzteres, ne? So, halt, das können wir nicht stehen lassen. Das ist Ahnenseide, das ist einfach zu wichtig.
Dann gehen wir mal die Leute ab, mit denen wir reden sollen. Erste Person ist direkt schon mal hier unten. Ich meine, dass das die Künstlerin gewesen ist. War hier nicht irgendwo ein Buch? Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Sucht euch euer eigenes Stück Strand. Warum? Der Strand ist für alle da. Nicht, dass ihr dieses Konzept begreifen könntet. Aber der Weg zum Alaxon erfordert Hingabe und völlige Konzentration. Ich muss die perfekten Schalen finden, denn sonst sind meine Pigmente minderwertig. Und wisst ihr, was das für meine Kunst bedeuten würde? Genau. Was ist der Weg zum Alaxon? Eine altmärische Weltanschauung, die hier auf Summer's End sehr viel praktiziert wird. Mit Alaxon bezeichnet man jenen Zustand der Vollkommenheit, nach dem jeder Hochelf strebt. Der Weg zum Alaxon stellt den Ansatz dar, mithilfe dessen wir diesen Zustand erreichen. So, warum habt ihr meine Arbeit unterbrochen? Ich hörte, ihr habt euch in Schimmerheim beschwert. Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Ich glaube genauso sehr an den Nutzen der Vorsicht wie jeder andere Hochelf. Aber manchmal kommen unsere ganzen Regeln der klaren Vernunft in die Quere. Mein Lehrling lebte hier schon über ein Jahr. Es ist so schwer, gutes Personal zu finden, vor allem unter den Neuankömmlingen. Und sie stellte die schönsten Farben her. Was ist eurem Lehrling zugestoßen? Die haben sie geholt. Die meinten, sie würden sich ihre Qualifikationen einmal näher anschauen und ihr Wissen in Sachen Kultur und Etikette auf die Probe stellen. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Meine Arbeit leidet darunter. Und natürlich habe ich mich bei den Mönchen beschwert. Jetzt muss ich meine eigenen Muscheln sammeln. Haben die Mönche euch irgendeine Erklärung dahingehend geboten, wo sie jetzt ist oder wann man sie zurückbringt? Sie meinten zu mir, ich könnte ein paar Formulare ausfüllen und mich an die Sippenfürstin wenden. Aber wer hat denn die Zeit für so viel Bürokratie? Und einer Waldelfin wegen. Ich habe schon zu viel gesagt. Ich habe Arbeit zu erledigen und dieses ganze Ärgernis hat mich vom Weg zum Alaxon abgebracht. Ich lasse euch an die Arbeit zurück. Perfektion verlangt ständige Wachsamkeit. Zurück ans Werk. Ja, genau. Dann haben wir einmal in der Nähe vom Wegschrein noch einen, mit dem wir sprechen müssen. Der wäre dann irgendwo hier vorne links. Das war ja nicht. Oder er ist nicht hier. Das war er. Jemand, Summer's End ist nicht das wundersame Paradies, von dem die Herolde erzählt haben. Trotz der edlen Worte des Erlasses der Königin wollen die Hochelfen nichts mit Außenseitern zu tun haben. Sie behandeln Neuankömmlinge schlimmer als einen Schlammfroh auf einem... Ein Schlammfroh? Floh! Achso, auf einem Guar. Kaum hatte ich das Boot verlassen, holten mich auch schon Priester der Abtei ab und unterzogen mich einer kulturellen Beurteilung, um sicherzugehen, dass ich die gesellschaftlichen Regeln und Vorschriften verstehe. Allerdings hat mir dabei keiner auch nur eine einzige Frage gestellt. Sie sperrten mich zusammen mit anderen Leuten, die gerade auf die Insel gekommen waren, in eine Zelle. Irgendwo tief drin in der Abtei. Irgendwas war faul an der ganzen Sache. Wie warmes Wasser in einen ansonsten kühlen Bach. Als ich hörte, wie einer der Mönche ein dädrisches Gebet aufsagte, war mir klar, dass ich fliehen musste. Ich setzte die Talente ein, die ich von Partnern gelernt hatte, die vielleicht der Diebesgilde angehörten. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß, dass ihr meine Freunde missbilligt und entkam aus meiner Zelle und der Abtei. Am Morgen möchte ich Richtung Alinor losziehen. Hoffentlich kann ich von dort aus zurück nach Trübmoor reisen. Ehrlich gesagt ist es mittlerweile egal, wohin es geht, solange ich von hier wegkomme. Zur Zulza oder so. Ja, dann haben wir den auch. Und Moment, waren das schon alle? Sprecht mit Randul. Randul. Achso, der ist hier oben auf der Karte. Das heißt, da müssten wir quasi in die Richtung weiter.
und am Wasser vorbei. Beziehungsweise, da kommen wir hier erstmal rüber. Das ist einfacher, als wenn ich jetzt gleich da durchs Wasser rumschwimme. So, der müsste, glaube ich, irgendwo hier auf dem Berg stehen, wenn ich mich richtig erinnere. Was ich vermutlich nicht tue. Die Himmelsscherbe nehmen wir nochmal schnell mit. Wenn die jetzt schon mal hier direkt auf dem Weg liegt, ne? Ne, er ist irgendwo tiefer, steht er sogar. Dann schauen wir doch mal. Hier geht's runter. Ah, ja, genau. Das war irgendwo hier. Da ist er. Schaut nicht weg. Ein Neuankömmling? Im Lagerhausviertel? Ungewöhnlich, aber wie kann ich euch helfen, meine Freundin? Ich frage mich, wie euer Name in einem der Aufsichtsbücher der göttlichen Strafbehörde gelandet ist. Die göttliche... Wer hat euch das erzählt? Wenn euch ein Justiziar geschickt hat, damit ich mich versehentlich zu einem Geständnis hinreißen lasse, dann... Nein, nein. Die Hochelfen würden für die Durchführung einer solchen Aufgabe niemals einen Neuankömmling entsenden. Aber ich gebe es zu. Ich habe meinen Gedanken Ausdruck verliehen. Und was waren das für Gedanken, wenn ihr mir diese Frage gestattet? Ich wollte jemanden aus meiner Familie hierher holen, damit er bei mir arbeiten kann. Das Schiff traf auch ein, aber alle Neuankömmlinge wurden mit Wagen fortgeschafft. Zwecks einer Befragung, meinten sie. Ich habe mich bei der Sippenfürstin beschwert und auch bei sonst jedem, der mir zuhörte. Und was hat es mir gebracht? Nichts. Die Sippenfürstin und zuhören. Ihr seid kein Hochelf. Lebt ihr schon sehr lange auf Summer's End? Oh, Teile meiner Familie sind schon viele Generationen hier ansässig. Vor dem Erlass der Königin mögen Außenstehende eine Seltenheit gewesen sein, aber etwas völlig Unbekanntes waren wir hier nicht. Unser Geschäft ist gewachsen und tut das jeden Tag mehr. Daher wollte ich ja auch meinen Vetter herholen. Wir brauchen die Hilfe. Lebt ihr gerne auf Summer's End? Summer's End ist ein kostbares und wunderschönes Juwel im Abekäischen Meer. Ich liebe es hier. Die Hochelfen behandeln uns wie Kinder, aber sie waren nie feindselig. Der Erlass der Königin hat allerdings ganz schön Wellen gemacht. Ich fürchte, das Schlimmste kommt erst noch, ehe es wieder besser wird. Ja, das ist leider immer so. Dann sollen wir jetzt mit Rasundar sprechen, und zwar am Eingang der Stadt. Jetzt muss ich mal eben schauen, wie wir da am besten hinkommen. Ich meine, wir konnten hier nicht direkt durchreiten, oder? Oh, da liegt ein Buch. Das nehmen wir natürlich auch direkt mit. Oh, wir können doch direkt durchreiten. Ist nur ein bisschen kompliziert mit dem Hoch und Runter und dem Kreuz und Quer. Daran kann ich mich noch erinnern. Bin ich jetzt in die richtige Richtung am Reiten? Ja. Hier geht's Richtung Ausgang. Das ist unerhört. Nicht Ausgang. Warum habt ihr das Kloster geschlossen? Liebe Leute, ich höre eure Besorgnis. Aber meine neuen Arbeiter... Die waren an Bord des Schiffs aus Kluftspitze. Die Sippenfürstin und ich haben nur euer Wohl im Sinn. Alle Gäste werden festgehalten, bis wir einschätzen können, ob sie zur Altmeergesellschaft passen. Der Altdeutsch hat recht! Sperrt die Neuankömmlinge ein! Schickt die Neuankömmlinge dahin zurück, wo sie herkamen! Hier will sie keiner! Was sind das denn für Pfeifen? So viel Zorn! Ras hätte nie erwartet, solche Worte aus dem Mund treuer Untertanen der Königin zu hören. Nicht alle empfinden so, aber genug, um Ras Sorgen zu bereiten. Habt ihr von den Leuten, zu denen ich euch geschickt habe, irgendetwas Spannendes erfahren? Die rechte Hand der Künstlerin und die Vetterin des Rotwardon werden beide festgehalten. Festgehalten, hm? Das ist auch nur ein anderes Wort für eingesperrt, ja? Ranuls Vetterin ist gerade erst eingetroffen, aber Olnevils rechte Hand lebte schon lange auf Summer's End, bevor die Königin ihren Erlass ausgegeben hat. Was ist mit der Echse? Was hatte Zoxolza dazu zu sagen?
Xoxolza war tot, als ich ihn erreichte. Ich habe diesen Brief in seinem Bündel gefunden. Warum sollte der Aldarch Neuankömmlinge und nicht hochelfische Bewohner sammeln und sie ins Kloster schicken? Heißt die Sippenfürstin dieses Verhalten gut? Da juckt Ras so sehr der Kopf, dass er sich das Fell raufen will. Unser Weg ist klar, Fünf Kralle. Wir gehen ins Kloster. In Ordnung. Ich werde euch bei der Untersuchung des Klosters helfen. Ras bewundert euren Eifer, aber ihr müsst das Kloster allein betreten. Ras hat noch andere Fische zu fangen. Dieser wird euch aber am Wachposten vorbeibringen. Sobald ihr merkt, dass der Wachposten abgelenkt ist, schleicht ihr euch heimlich rein. Ja, das ist so cool. Allerdings wird Ras den Wachposten erst in der nächsten Folge ablenken, denn wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.